Servus und herzlich willkommen bei Biken mit Kids. Heute haben wir hier mal ein wunderschönes Academy Grade 4 oder Grade 4 in Rot. Und seit ein paar Tagen haben wir das Bike jetzt zum Testen und sind sehr beeindruckt eigentlich. Vor allem hinsichtlich Preis-Leistung, geringes Gewicht. Absolut kindertaugliche Geometrie, passende Kurbeln, Kettenschaltung, wie man es eben auch von Woom oder Kubikes kennt. Ja, eigentlich gibt es nichts zu meckern und das alles um die 480 oder 500 Euro. Eine Besonderheit an dem Radl ist der Vario-Vorbau von Synthase. Also die Mountainbiker kennen es ja bestimmt, ein edle Komponenten, die man hier mit zwei Schrauben lösen kann und Höhe und Länge einstellen kann. Am Anfang dachte ich mir eigentlich, das Cockpit wäre viel zu hoch, weil wir haben meistens Woombike, die bauen eher tiefer, aber die Kinder kommen recht gut damit zurecht. Und jetzt haben wir heute das Glück gehabt, dass wir hier noch ein zweites haben, nämlich ein Woom Off im 4. Und wenn man diese zwei Bikes vergleicht hinsichtlich Geometrie, Lenkerhöhe, gut, hier haben wir jetzt Scheibenbremsen verbaut, das haben wir hier jetzt nicht. Deshalb ist natürlich das Academy auch nochmal ein Stück leichter. Aber wenn man sich die Rahmengeometrie anschaut, also beide in tiefem Einstieg, beide diesen gebogenen Rahmen, ungefähr ähnliche Lenkerhöhe, beide mit Drückerschaltung. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Was beim Academy uns nicht so gefällt, sind im Endeffekt die Bremsen. Sie sind für die Kinderhände doch relativ lang. Ich habe es jetzt weit vorgespannt, weit eingestellt. Es geht über diese Schraube hier hinten, damit die kleinen Kinderfinger hinkommen. Aber trotzdem finde ich, sind die Hebel immer noch viel zu lang, viel zu groß. Also da würde ich mir eigentlich ein bisschen kleinere, leichtgängigere Bremssysteme wünschen. Unten packen sie gut zu. Also da gibt es nichts zum sagen. Ansonsten gibt es nichts zu meckern. Ähnliche Ausstattung wie die Platzhirschen unter den leichten Kinderfahrrädern. Schöne Farbe. Under the sun.